Ja, I put the virtue in virtual. Virtuelle Wirkungskräfte auf dem Pfad der Tugend. Virtu, ich möchte mal etymologisch anfangen quasi. Was steckt denn da drin in diesem Begriff überhaupt des Virtuellen? Wir haben hier italienisch-deutsche Übersetzung: Tugend, Wirkungskraft, die Heilkraft. Wir haben also irgendeine Wirkmächtigkeit und eine Tugend, die in dem Virtuellen steckt. Und da finde ich eine schöne Hinführung dazu auf dem Rally Lab Org im Rally Lab Kontext. Wenn hier hat Viera Pirker dazu schon eine Grundlagen erarbeitet. Wir sehen hier unter dem Artikel 2.5 die 4K neu framen. Ein schönes Framework, was zum einen Wissen, Skills und Charakter differenziert. Und beim Charakter, da möchte ich gerade mal meinen Schwerpunkt darauf legen. Dieses Framen, Führung, Resilienz, Achtsamkeit, Mut, Ethik und Neugier bieten innerhalb dieses Frameworks nochmal eine Fokussierung, die auch für die Religionspädagogik fruchtbar sein können. Und wenn ich da genauer hineinschaue, differenziert das Viera Pirker mit 137 Begriffen aus zur Führung, zur Resilienz, zur Achtsamkeit, zum Mut und zur Ethik und zur Neugier. Ein moderner Tugendkatalog sozusagen, in dem ich mir in den jeweiligen Kategorien einen Aspekt herausgreifen möchte und anhand von Virtual Reality Apps, Anwendungen, Erfahrungsräumen aufzeigen, wie hier sich religiöse Lernräume, Erfahrungsräume öffnen können. Und ich wähle in der Kategorie der Führung das Heldentum, in der Kategorie der Resilienz das Selbstwertgefühl, bei der Achtsamkeit entscheide ich mich für das Einfühlungsvermögen, in der Kategorie von Mut zeige ich ein Beispiel zur Risikobereitschaft. In der Ethik wähle ich die Fürsorge. Und zu guter Letzt zeige ich bei der Neugier, wie Selbststeuerung und Innovation gelernt werden kann. Ich beginne mit dem Anne-Frank-Haus in Virtual Reality. Aus dem Fenster schauen oder hinausgehen dürfen wir natürlich nie. Tagsüber müssen wir auch immer sehr leise gehen und leise sprechen, denn im Lager dürfen sie uns nicht hören. Es beklemmt mich doch mehr, als ich sagen kann, dass wir niemals hinaus dürfen. Und ich habe große Angst, dass wir entdeckt und dann erschossen werden. Das ist natürlich eine weniger angenehme Aussicht. In der App von Anne Frank, sind alle Zimmer des Hinterhauses im Stil des Zeitraums des Untertauchens zwischen 1942 und 1944 eingerichtet. Und man kann sich das erkunden und bekommt dann aus dem Tagebuch von der Stimme von Anne Frank vorgelesen. Und ich habe das erlebt, während dem Lockdown von Corona mich hier eingeschlossen zu fühlen mit einer Brille in dem Raum von Anne Frank. Und hatte wirklich einen starken Eindruck davon, was es bedeutet, nicht raus zu können, nicht in Erscheinung treten zu dürfen und gleichzeitig den Mut nicht zu verlieren. Und ich dachte, Mensch, wenn die Anne Frank das hinbekommt, in diesen Umständen und mit dieser Todesangst, die sie auch immer wieder hatte, wie viel mehr müssten wir es heute eigentlich hinbekommen, zu Helden des Alltags werden und diesen Lockdown zu überleben. Anne sah hier immer einen Lichtstrahl am Horizont aufscheinen, an dem sie sich orientierte. Nächstes Beispiel: Resilienz, Selbstwertgefühl. In dem animierten Kurzfilm Henry wird die Geschichte eines kleinen Igels erzählt, der leider keine Freunde hat. Henry ist eigentlich ein lieber Igel, doch er möchte immer alle Tiere umarmen und das tut den anderen Tieren weh. Man hat hier die Gelegenheit, in der Geschichte von Henry einzutauchen. Und die Entwickler beschreiben das folgendermaßen. In virtual reality, the actor is alive in every moment. Just imagine if you're in a movie and a character will suddenly look at you. Henry will do that. Henry will be aware that you're there watching his story unfold. Henry is a short movie about Henry the Hedgehog and his adventures to find friends.
I like seeing people's faces light up when they put on the headset for the first time and go in. I wanted to be in the same room with some of the characters I loved working on, and I want to feel that empathy with the character. Empathy in VR is the most important field that we need to explore. Our empathy for him will increase so much more because Henry is right next to you. We will be more surprised by the story because it doesn't feel scripted. Empathy, 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 sagen die, also Einfühlungsvermögen in die Situation des Henrys. Und auch da muss ich wirklich gestehen, ich saß mit dem am Tisch und als dann der erste Luftballon platzt an Henry und er darüber traurig ist, war ich sehr bewegt. Ich konnte aber auch gut mitgehen, weil in dem Mitgefühl mit dem Charakters und dem, wie er anschließend dann das Problem bewältigt und sein Selbstwertgefühl wiedererlangt, ist eine Identifikation da, die das Narrative von Filmen weithin übersteigt. Und als ich ein Bild von diesem Raum gesehen habe, nochmal in einer Zeitschrift abgedruckt, hatte ich nicht das Gefühl, ich erinnere mich an ein Computerspiel, das ich mal gespielt habe, sondern ich hatte solche Erinnerungen, wie man sie vom Urlaub eher hat. Da war ich schon mal. Und das zeigt auch, wie stark hier eine Immersion stattfindet. Zum Immersionsbegriff, darauf komme ich gleich nochmal. Und das Thema Einfühlungsvermögen zeigt auch die nächste App ganz gut. Und hier sind wir dann schon bei der Kategorie Achtsamkeit. Und ich zeige ein kurzes Spielerlebnis von dem Spiel Notes on Blindness. Das ist auch ein viel prämiertes Virtual Reality Erlebnis. Es bezieht sich darauf, dass 1983 der Autor und Theologe John Hall sein Augenlicht verloren hat. Und um diese einschneidenden Veränderungen in seinem Leben besser verarbeiten zu können, zeichnete er seine Erfahrungen auf Hörkassetten auf. Diese sind dann hier in räumlicher Tontechnik aufgenommen und man hat die Möglichkeit, eben positionales Audio zu erleben in dieser App und die narrative Grundlage dieser fantastischen Reise in die emotionale Welt eines Blinden ist dadurch gut nachvollziehbar. Wir schauen mal dem Spieler zu, wie er hier das für sich erlebt. Unheimlich schön gemacht. Weiter vor mir liegt der See. Mit den Enten. Und den anderen Teichvögeln. Mit dem Quaken und Platschen, das die ganze Zeit über da ist. Während sie landen und losfliegen und sich um Futterbröckchen streiten. Wie sich so langsam die Geräuschkulisse aufbaut, das ist schon echt... cool gemacht. Echt cool gemacht, sagt er hier. Und ist sichtlich angerührt von diesem Erlebnis. Ich habe das auch erlebt und wenn man das mal ausprobiert, ist eine kostenfreie App an dieser Stelle. Dieses positionale Audio, das einem eigentlich nur schemenhaft erkennen lässt und total reduziert, bietet wirklich einen guten Anknüpfungspunkt dafür zu erleben, wie es ist, blind zu sein und zu sensibilisiert zu werden wieder für das Gehör und sich da hineinzufühlen. Nächster Punkt, über Begriff Mut. Und ich habe hier zur Risikobereitschaft das Planck-Experiment ausgewählt. Wir schauen mal kurz in den Trailer vom Produkt rein. Richie's Planck Experience. Und da wird daran deutlich, wie stark auch nochmal Immersion sein kann. Wir haben auch schon erste Forschungen, die hier das Erleben in der virtuellen Realität dann auch in der Traumatherapie beispielsweise einsetzen. Und es wird auch deutlich, wie intensiv so ein Immersionserlebnis sein kann an diesen Fail-Erlebnissen, die sich dann eben ereignen, wenn man auf so einer Planke steht. Wir kennen diese Videos vielleicht so, dass eine Person auf einmal in den... Vielleicht an der Stelle ein kurzer Exkurs nochmal zum Immersionsbegriff. In dem Paper, was ich hier vorliegen habe von Niklas Gerwens zum Interaktionsdesign in Virtual Reality Umgebung, er hat ein schönes Schaubild und eine Grafik dafür auch erstellt, wird das Zusammenspiel von Immersion und Präsenz. Die Inhalte von virtuellen Umgebungen werden ja durch diese Ausgabegeräte vermittelt. Wir haben durch das haptische Feedback, was dann noch zusätzlich mit Geräten dazu kommt, noch eine viel stärkere Immersion. Aber die drei Komponenten, die hier darauf Einfluss nehmen,
sind ganz gut dargestellt. Die Ortsillusion, bin ich denn wirklich an diesem Ort? Die Plausibilität, also wenn die Planke dann auch spürbar wird an der Stelle durch die physikalische Immersion, und die Involviertheit des Nutzers, dass man diesen tiefen Blick wirklich hat. Da bieten sich doch nochmal auch für die Religionspädagogik ganz stark Reflexions- und Ansatzpunkte. Was bedeutet es wirklich, vor Ort zu sein? Und wie kann es mit Schülerinnen und Schülern reflektiert werden, dass man jetzt an einem religiösen Ort, in einem Kirchenraum oder eben auch vor einer Herausforderung steht, die einem einiges abverlangt. Das Wagnis des Glaubens. Nur mal so als ein Stichwort. Wir kommen zum fünften Punkt, der Ethik. Und hier am Beispiel eines Spiels, das sich Deism nennt, wo der Spieler in die Schöpferrolle schlüpft. Richtig klasse, weil man ja wirklich wie so ein Gott über der Welt schwebt. Und wahrscheinlich wird es nachher auch... Oh, was ist das da? Ist das ein... Jetzt mal. Hier ist ein rotes Männchen. So, da müssen wir wieder... Der ist jetzt nicht gut. So, den muss man fertig machen. Genau, wahrscheinlich wird es dann auch im Laufe des Spiels weiter so welche Angreifer geben. Die erkennt ihr dann daran, die blauen Püppchen, das sind immer die guten. Und die roten Püppchen nicht. Kann ich das mit den, Oh, scheiße, das kann ich mit denen auch machen. Upsi, pupsi. Ja, okay, also. Da merkt der Spieler, was es bedeutet, hier die Fürsorge für das Land und für die Menschen als Schöpfergott wahrzunehmen. Und er hat auch durch seine ethischen Entscheidungen die Möglichkeit, den Spielverlauf zu beeinflussen. Auch ein Ansatzpunkt im Sinne von einem Serious Gaming oder Gamification, nochmal zu überlegen, wie in der virtuellen Realität auch Entscheidungen getroffen werden. Kleines Beispiel, Ethik und Fürsorge. Und wir kommen zum letzten Punkt, dem N, der Neugier. Und ich möchte zeigen, wie man die Selbststeuerung in Lernprozessen übernimmt, indem man zum Mitgestalter und zur Mitgestalterin wird. Hier zeige ich euch, wie ihr von eurem Gesicht ein 3D-Modell erstellt. Bei Ready Player Me könnt ihr das Foto einfach hochladen. Dann wird euch automatisch ein Avatar generiert, den ihr entsprechend noch nachkonfigurieren könnt, was die Kleidung, die Frisur, die Hautfarbe und Ähnliches angeht. Diesen Avatar kann man dann, wenn man fertig ist, auch herunterladen. Man bekommt hier einen Link und er steht unter einer freien Lizenz, in diesem Fall CC BY SA. Was das bedeutet, zeige ich euch hier. Du darfst das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen, weiterverbreiten, remixen, verändern und darauf aufbauen. Einmal heruntergeladen, kannst du das Material mit einem entsprechenden Editor auch online direkt wiederum bearbeiten. Du lädst also dein Modell einfach dort wieder hoch und hast hier die Möglichkeit, es nochmal anzuschauen. Das Ganze kann man auch mit einer berühmten Persönlichkeit machen und dann online im Editor nachkorrigieren. Ja, und nicht nur die Avatare lassen sich selbst erstellen, sondern wir haben hier die Möglichkeit auch einer Selbststeuerung, nicht nur im Raum, sondern in der Erstellung der Räume. Es können die Symbole im Raum, hier ein Relilab VR-Raum erstellt werden, hier webbasiert, ohne kommerzielle Kaufsoftware, Registrierung oder Anmeldung, sondern in dem Framework, das hier Mozilla zur Verfügung stellt. Und da lassen sich nicht nur Galerien durch Schülerinnen und Schüler erstellen, sondern eben auch Videoelemente, 3D-Objekte und anderes einbetten, die dann interaktiv zu bearbeiten werden. Weil für mich eine Kultur des Teilens unbedingt zu religiöser Bildung dazugehört. Weil für mich beruflich nichts mehr Sinn ergibt als religiöse Bildung. Und deshalb freue ich mich darauf, mit euch gemeinsam die Religionspädagogik weiterzuentwickeln. Genau. Und das ist auch möglich, diese Religionspädagogik weiterzuentwickeln. Ich möchte hier nur den Auftakt auch liefern zu einem Lernraum, den wir im ReadyLab nicht nur virtuell, sondern auch als Lernmodul miteinander entwickelt haben. Thorsten Becker und ich laden gerne ein zu einem offenen Chat, in dem wir auch über den heutigen Impuls hinaus miteinander in Kommunikation bleiben können und unsere Erfahrungen teilen. Und wir haben uns so einen Dreischritt überlegt von Erleben, Erschaffen und Konkretisieren. Das Erleben bedeutet einfach 3D-Videos, Apps, die Dinge, die ich heute vorgestellt habe, miteinander zu sammeln und uns gegenseitig zugänglich zu machen. Beim Erschaffen kann man auch selbst tätig werden, eben Avatare, virtuelle Welten, Objekte umsetzen und erschaffen.
und Schöpfen. Und beim Konkretisieren geht es dann wirklich um unsere fachdidaktische Ausprägung. Wir haben schon religionslehrende Auftakt gemacht. Wie lässt sich mit VR beispielsweise das Thema Sterben, Tod und Jenseits entdecken von Friederike Wenisch oder hier von den digitalen Relitanten, die Stefanie Gott nahe sein, ein Modul zu heiligen Orten in den Religionen. Also im Bereich Konkretisieren wollen wir hier wirklich religionspädagogisch auch virtuelle Realität für den Unterricht und für die außerschulische Jugendbildung zugänglich machen. Herzliche Einladung dazu.